Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TFT auf den Testserver. Letztes Mal habe ich euch die neue Fraktion vorgestellt ein bisschen. Also die Hextech-Fraktion mit Jinx, Wii und den anderen. Also Chase und warte, ich will dahin. Chase und Camille, genau. Jinx war relativ krass overpowered, also gegen jede Jinx haben wir verloren. Und jetzt will ich mal probieren, ob wir mit einer anderen Fraktion dagegen anhalten können. Also ich habe mir überlegt, dass... dass wir vielleicht entweder Assassinen nehmen, die halt gleich zur Jinx rüberspringen. Entschuldigung. Oder dass wir auf Brawler gehen. Also so viel Masse quasi gegen gegen Hextech eben zu bringen wie möglich, damit, also Hextech ist ja quasi die disarmen ein, also quasi die ganzen Items sind dann weg für eine Zeit und Brawler sind ziemlich gut, um lange Zeit auszuhalten. Das wäre eine Möglichkeit oder eben Eis oder vielleicht eine Kombination aus Eis und Brawler oder Yordle, die dann ausweichen. Aber wow, super. Aber das sehen wir dann. Gut, also Nidalee ist am Start. Sie ist auch am Start. So. Ja, der wäre auch gut. Also wenn ich jetzt auf Assassin gehen würde. Das müssen wir natürlich noch sehen. Vielleicht bekomme ich hier auch nochmal Geld. Aber das würde ich gerne vermeiden. So. Okay. Also, das Item ist schon mal super. Hier ist ein Brawler. Hier ist eine Assassine. Okay, ich versuch's mal so. Ja, also wir werden erstmal verlieren. Okay, er hat schon Brawler. Nidalee ist natürlich am Anfang extrem stark, aber ja, gegen einen Brawler-Buff hat sie eigentlich nicht viel zu sagen. So, aber macht ja nichts. Das macht nichts. So, hier haben wir jetzt... eine interessante Möglichkeit. Wir könnten auch... Oh, ach, verdammt. Stimmt ja. Der kostet mehr. Ja, mal schauen, ob wir das jetzt gewinnen. Und dann kaufe ich mir die Ash und vielleicht... Ash ist vielleicht ganz gut gegen... also für Glacial dann auch. Ja, das gewinnen wir. Okay. Dann holen wir Ash noch dazu. Ganslinger...
Nochmal Ash. Uiuiui. Ganz länger machen wir weg und holen uns zweimal Ash dazu. Oder ja, einmal Ash und einmal Cannon. Macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Nidalee ist auch dabei. Wir hätten hier jetzt auch Shapeshifter nehmen können. Ich will ja versuchen, ohne Hextech jetzt zu auszukommen. So. Das sollten wir eigentlich auch schaffen. Schau mal, das, ja. Schaffen wir auf jeden Fall. Gut. Komm. Dann holen wir uns zweimal ihn, nur zur Sicherheit. Ich bin dafür, dass wir uns den Belt holen oder Spatula. Was haben wir denn gerade? Wir haben genau den Stab. Der ist noch zu haben. Ash 2 hätten wir jetzt auch gehen können, aber ich gehe wie immer auf der Seite. Oder wie meistens. Gut. Das wollen wir den Cannon geben. Wir könnten hier jetzt auch Wild gehen. Hier, dann hat Nidalee nochmal einen besseren Buff. Und uns gefällt das. So. Den tun wir mal hier raus. Wir holen uns ihn, verkaufen die beiden, holen uns zweimal Pike. Das gewinnen wir auch. Wunderbar. Wunderbar. Was auch interessant wäre, wäre herauszufinden, ob die ob die Hextech Dinger, also ob der Skill von den Hextech zuerst schießt, bevor die Assassinen springen oder gleichzeitig, weil wenn die Assassinen springen, dann countern sie ja quasi. Also wenn sie springen, bevor das Hextech-Ding losgeht, dann countern sie das ja. Was super wäre. So. Gewinne ich jetzt auch nur wegen Nidalee. Super. Und weil Cannon einfach nur krass ist. So, Claystelle. Nächstes Mal kommt natürlich mein Brawler da rein. Hier interessiert uns gerade nichts. So, blub. So. Das werden wir jetzt noch aussitzen. Und ich gehe mal kurz auf Klo.
Gut, wir haben hier ein Level 2 Pike, was extrem strong ist. Also super. Das da hat er ihm überhaupt nichts geholfen. Aber er gewinnt trotzdem nicht. Hier ist noch ein Koala. Super. Okay, jetzt als nächstes tue ich auf jeden Fall Pike rein. Wow. So, hier ist ein Ritter, noch ein Koala und noch ein Koala. Jetzt würde ich mal sehen, ob der Pike das abbekommt oder nicht. Also hier bekommt er nichts ab. Aber das wäre schon sehr interessant. Den tue ich weg. Die tue ich auch weg. Okay, das habe ich verloren. Dann tue ich den auch mit. So, dann bin ich wieder auf 10. Gut. Dann tue ich den nächsten Brawler rein. Der hat bis jetzt immer noch. Okay, er hat 3 Ganzlinge. Er hat 2 Blade Master. Okay. Okay, das ist bevor er springt, alles klar. Also. Das verlieren wir nicht. Nieder die. Du bist einfach nur krass. So, aber wir müssen jetzt anfangen, einen Brawler hoch zu züchten. Hier ist zum Beispiel auch ein Brawler mit einem wunderbaren Item. Aber wir kommen als letztes dran. Wir haben kein Item. Das ist blöd. Das ist blöd. Aber wenn Spatula übrig bleibt, was es nicht tut, das wäre natürlich krass gewesen. So, dann lass mich vorbei. Ich hole mir sie. Sie ist immer krass und was viel wichtiger ist, wenn ich sie reintue, dann pusht es die Ash. Aber Brawler habe ich noch nicht, ne? Nee. Gut, also ihn. Ich bin so ein bisschen unschlüssig. Wen sollte er ersetzen? Sollte er jemand ersetzen? Also. So. Jetzt habe ich zwar keinen zweiten Brawler, aber erkennen will ich eigentlich nicht ersetzen. Ich könnte das so machen.
Dann habe ich halt hier keine Wild Buff mehr, aber ich habe Brawler. Und der pullt halt dann die gegnerische Kante daraus. So, und ich habe Clay Shell. Auf jeden Fall sie auch. Und den brauche ich auch. Und sie brauche ich auch. Oh Mann. Dann könnte ich ihn rausholen. Also irgendwann tue ich ihn raus, es sei denn, ich bekomme einen zweiten Ritter. Nee. Das zusammen gibt er wieder Morellos. Das ist sehr gut. Dann gebe ich ihn Morellos. Sie ist ein Ritter. Bye bye. So, mal schauen. Mal schauen. Der hat bis jetzt. Bis jetzt hat er nichts ver. Oh, Alter. Wow. Weil Platztausch. Er versucht die Giovanna Guide Taktik. Und bitte stunnen, danke. Okay, das war gut. Brawler haben wir jetzt 2. Okay. Knights haben wir auch 2. Glacial haben wir 3. Da fehlt uns einer. Wir sparen jetzt mal. Wir brauchen unbedingt Ash. Wir brauchen unbedingt Ash. Was hat er denn? 1, 2. Also er hat auf jeden Fall Hextech. Okay, er hat Wild, Yordle. Shapeshifter hat er nicht mehr. Oh, das tut weh. Ah, doch nicht. Das von Darius war jetzt super. Der hat, glaube ich, nochmal 2 gekickt. So, hier ist. Also hier hätten wir. Ich hoffe das trotzdem mal, weil hier mit den 2 hätten wir dann nochmal den Yordle-Buff. Und noch ein Ritter. Der könnte. Poppy könnte dann zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Darius. Ja, ersetzen. Okay, den hauen wir auch raus. Also, wir kicken ihn wahrscheinlich nicht, aber wir tun ihm weh. So. Ich versuche, ich will versuchen, ein Spatula zu bekommen. Da können wir noch ein Glacial machen. Dann haben wir 4 Glacials, 30% Stun.
Ja. Wenn wir das nicht bekommen, dann... Wir haben gerade kein Item. Ach, ja, okay, dann holen wir uns halt das da. Leben ist immer gut. Come on. Yes. Super. Gut. Ja. Den verkaufen wir. Aber das behalten wir noch in der Rückhand. Mal schauen, was er uns das nächste Item gibt. Okay, das war ein bisschen komisch hier. Okay, also Canon macht einen ultra guten Job. Ich auch. Entschuldigung. Okay. Einer ist jetzt schon weg. Wir könnten auch Pike raushauen. Weil der bringt an ja, der bringt halt einen coolen der bringt halt einen coolen Stun. Aber ich glaube, so ist es besser jetzt. Weil dann hat sie nämlich noch 25% Chance auf Schnellfeuer. Was sehr, sehr stark ist. Wir könnten auch noch ein Ulti. So. Wir hätten auch statt ihr hätten wir nah reinhauen können und dann Darius mit Poppy vertauschen können. Dann haben wir nämlich Yordle 30% Chance auf Ausweichen. Also also Poppy Level 1 hält nicht viel aus. Also, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Canon viel aushält. Ich glaube, ich switch die sogar jetzt auch, ja. Yes, jetzt haben wir noch ein Frosty. Und Warmox. Uiuiui. Okay. Wer ist Frosty Nummer 2? Nummer 4. Frosty Nummer 4 wird sein. Warte, ich tausche die jetzt mal. So. Wer will Frosty sein? Ich mach mal Cannon zum Frosty. Und das den Warmox bekommt der Wullybär. Dann kann der noch mal ein bisschen länger austeilen. Der wird uns besiegen. So wird er uns nicht besiegen. Ist natürlich geil, dass ja, Blitz den Draven rausgezogen hat. Das war perfekt. So. Und immer noch hat ihn niemand besiegt. Also er hat jetzt 4 Ganzlinger, 5 Ganzlinger und 3 Blademasters. Uiuiuiuiui. Der wird auch ein heftiges Vergnügen sein. Ja, holen wir uns mal den. Ich glaube, ich switch dann auf Seite. Weil die meisten sind jetzt hier drüben.
Ulti, Ulti. Yes. Wir hatten noch ihr Ulti durchgebracht. Ich habe ja noch einen guten Job. Okay. Was macht denn meiner da? Sehr schön. Sehr schön. So. Die brauche ich auf jeden Fall. Auch Level 2. Guardian, Nobel. Da hole ich mir lieber ihn. So, da hole ich mir lieber den Mordekaiser, weil er ist Knight und er ist noch Phantom. Wenn ich dann sie reinholen würde, also Kindred, dann bekommt er auch nochmal, also eine Figur von mir bekommt nochmal Hard Damage. Das war gegen mir hart. Okay. Das war der unter mir. Okay, welche Items habe ich? Keine, okay. Da gibt es zwei gute Items, die sofort weg sind. Drei gute Items. Ich könnte noch eine Frosty machen. Ich glaube, ich mache noch einen Frosty. Und also nah als noch ein Frosty? Warum nicht? Wie er halt immer noch. Wie er halt immer noch 100 Leben hat, das ist halt krass. So. Perfekt gezogen, ne? Also es halt blöd ist, dass er meinen Cannon seine Phantom-Ding bekommen hat. Ja, das passt schon. Gut. Ah, wieder nicht gekickt. Nein. Oh Mann. Das war dumm. Nochmal Braum. Always bring Braum. Gut, nochmal. Nochmal er. Okay. Jetzt bin ich gegen den 100er. Mal schauen, wie es läuft. Also, die zu ziehen wäre sicher am besten gewesen. Gegen sie muss ich ja mich nochmal umstellen. Aber also es war knapp. Ich glaube, wenn ich mich umstelle, kann ich es schaffen. So, gegen den muss ich mich nicht umstellen. Mache ich trotzdem, weil ich Lust habe. Weil ich habe Frosty auf meiner Seite. Okay. Braum. Was mache ich jetzt? Also. Braum ist dann der 6. Glacial. Red Buff. Gut, also Braum kommt rein. Für sie. Und
Er kommt auch rein für irgendjemand anders. Ha. Das mag zwar jetzt komisch aussehen, das mag jetzt aussehen wie ein Troll, aber es ist. Also ich habe ja jetzt den Nah weggemacht, damit ich eben ihn nochmal reinhauen kann. Und Nah habe ich auch verkauft, weil ich dann ja keinen 6er Clay schon mehr hätte. So, gut. Die kommen hier hin. Okay, sie kann ich dann auch verkaufen. So, er hat immer noch 100. Mal schauen, ob er meine Umstellung jetzt besser war. Er zieht immer noch sie rein, die hier sind. Das war sogar sehr viel schlechter als vorher. Das war sehr viel schlechter als vorher. Gut, dann machen wir das mal jetzt so. Ja. Und wir brauchen immer noch Shyvana. Okay, das ist ja jetzt sein Double. Mal schauen, ob wir. Yes! Jetzt ziehe ich nämlich die Jinx. Und das ist. Das muss so sein. Gut. Gut. Damit kann ich ihn besiegen. Okay, er hat ja wieder gewonnen, aber ich gewinne jetzt gegen ihn. Mal schauen, ob er sich umstellt. Ein Demon brauche ich nicht. Was brauche ich von ihm? Ich hole mir den Blitzi. Den Blitzi tue ich dann auf Ash, würde ich sagen. Damit sie schneller angreift. Oder ich tue es auf Kindred. Damit sie schneller angreift und schneller ihr Ulti machen kann. Ich mach's auf sie. Hat er sich umgestellt? Nein. Gut, dann schauen wir mal. Wie? Also, das ist mein Google. Alter. Okay. Auf den habe ich gar nicht geschaut. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, ich werde weiter versuchen. Bye bye.